weiß ganz genau, wie es ist. Spinnen, Käfer, Tornados und weiß was ich was, alles auf diesem Kanal. Immer ganz schwierig. Heute, Leute, gibt es ein extra langes Video. Mit den dümmsten, ekligsten Clips, die ihr je gesehen habt. Und mit den coolsten Clips. Das auf jeden Fall auch. Freunde, ich will nicht so viel vorwegnehmen. Wir gehen straight rein. Kuss. Willkommen zu einem neuen Video. Jeder kennt wahrscheinlich SpongeBob Schwammkopf. Eine Zeichentrickserie mit einem gelben Schwamm in der Hauptrolle, der in einem Ananashaus auf dem Meeresgrund lebt. Meine Lieblingsserie. Es mag euch jedoch überraschen, dass selbst die beliebtesten Zeichentrickfilme manchmal Animationsfehler aufweisen, die sich bei der Produktion einschleichen. Heute kann zeigen passieren. Wir euch die 10 größten Fehler in SpongeBob, von denen niemand weiß. Ich bin gespannt. Auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Okay, Bro, mach ich. Ich habe auch Glocke aktiviert. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Habe ich auch schon gemacht. Mach ich immer. Nummer 10. In der Fortsetzung des klassischen SpongeBob-Schwammkopf-Films von 2004 gibt es einen Krieg. Genau genommen handelt es sich um einen Piratenkrieg, in dem ein Bösewicht namens Burger Baird die Geheimformel für Krabby Patty stiehlt. Da kann ich mich erinnern, dass SpongeBob und die anderen an die Oberfläche reisen, um sich ihrem neuesten Feind zu stellen. An dieser Stelle kommt der Fehler ins Spiel, denn dieser Film war sehr erfolgreich und spielte weltweit 325 Millionen Dollar ein. In der Szene, in der SpongeBob und Patrick in den Schützengräben sind, liegen Gurken auf dem Boden. In der nächsten Szene sind plötzlich keine Gurken mehr zu sehen. Das war offensichtlich ein kleiner Fehler beim Schnitt. Denn warum sind die Gurken plötzlich weg? Aha, wer kommt denn darauf, dass da Gurken weg sind? Nummer 9. Oh, crazy. Das Triple Goober Berry Sunrise ist eine Eiscreme aus dem klassischen SpongeBob-Film von 2004. In einer Szene genießen SpongeBob und Patrick... Bro, ich hätte jetzt so Bock auf so ein Eis, Mann. ...Patrick ein Eis in einer Bar. Das Rezept für einen Triple Goober Berry Sunrise besteht aus 2 bis 3 Kugeln Vanilleeis, Schokoladensoße, einer Banane und einer Kirsche obendrauf. Wenn SpongeBob und Patrick das Eis verschlingen, kann man sehen, dass die Eisspritzer eine unerklärliche Farbe haben, weiß, rosa und schokoladenbraun. Vor allem die rosa Farbe ist unerklärlich, weil das Eis zu Beginn keine rosa Farbe hatte. Hier handelt Stimmt. es sich offensichtlich um einen Fehler beim Schnitt der Szene, der nicht logisch durchdacht war. Stimmt, Leute, das ihr, stimmt. Glaubt ihr, dass ihr einen Triple Gooberberry Sunrise mögen würdet? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Eis, wenn ihr jetzt gerne so einen Eisbecher hättet. Also der sieht richtig nice aus, ne? Nummer Was haben wir noch? In der Episode Wickstruck in der 4. Staffel hat SpongeBob ein neues Modestatement, eine dramatische Perücke. Die Beleidigungen und der Spott der anderen gleiten an ihm ab, da er sie für Komplimente hält. Die Folge endet okay. mit einer guten Note. SpongeBob und Sandy unterhalten sich bei einem Spaziergang in den Feldern. Als sie an einer Klippe stehen, sieht man, dass Sandy ein unglaublich wichtiges Teil fehlt, ihr Schwanz. In der Tat bleibt Sandys Schwanz für den Rest der Folge abwesend. Ob du es glaubst oder nicht, trotz dieses Fehlers und des anderen Fehlers, dass es einen Moment gibt, in dem Patrick von SpongeBobs Perücke abbeißt Komisch. Und die Perücke wieder ganz wird, wurde diese Folge 2007 für einen Emmy Award nominiert. Krass. Nummer 7. Aber Leute, da sieht man immer mal wieder, also die Folge hat einen Preis gekriegt, obwohl da Schnittfehler drin waren und zu Recht. Denn das kann mal passieren, trotzdem ist diese Folge geil. Es ist vielleicht schon eine Weile her, dass du das letzte Mal eine SpongeBob-Schwammkopf-Folge gesehen hast. Nö. Aber zusätzlich zu den Animationsfehlern werden manchmal auch Rechtschreibfehler gemacht. In der Episode Mermaid Man and Barnacle Boy 5 aus Staffel 3 haben der denkwürdige Mermaid Man und Barnacle Boy einen Streit. Barnacle Boy ärgert sich darüber, dass sein Name wegen des Wortes Boy verspottet wird und kündigt daraufhin seine Freundschaft und Partnerschaft mit Mermaid Man und wird zum Bösewicht. Dann erreicht er seine eklige Folge. Form, Barnacle Man. SpongeBob, Squidward, Patrick und Sandy werden ebenfalls zu Superhelden umgestaltet und werden zu Quickstar, Captain Magma, Elastic Waistband. Wer kennt's noch? Soll ich auf den Berg rennen? Soll ich's gleich nochmal tun? Das finde ich richtig geil. Und Miss Appear. Alle kommen in einer Art Avenger-Treffen zusammen. In der Hitze des Gefechts werden die Nachrichten abgespielt und während dieses Ereignisses sehen wir, dass eines der Wörter falsch geschrieben ist. Villain ist das amerikanische Wort für Schurke und das Wort wird als Villian geschrieben. Nummer 6. Es bleibt ein großes Rätsel, warum die Animatoren immer wieder Squidwards Haus vergessen haben.
In der Tat ist dies in mehreren Episoden geschehen. Das ist mir persönlich auch schon aufgefallen. Das habe ich tatsächlich, also dass mit Thaddäus Haus öfter mal was nicht stimmt, ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. In der Folge In Spongiac aus Staffel 8 sehen wir SpongeBob zu Patrick laufen. In Spongiac erzählt die Geschichte von SpongeBobs Schlafproblemen, als ob er nicht genug davon bekommen könnte. Als er zu Patricks Haus eilt, um ihn um Hilfe zu bitten, ist das Haus von Squidward während dieses Laufs völlig verschwunden. In einer weiteren Episode namens The Secret Box aus Staffel 2 ist das Haus ebenfalls verschwunden. In dieser Folge hat SpongeBob einen weiteren Grund, seinen Freund in Panik zu suchen. Patrick ist im Besitz einer geheimen Kiste, aber er lässt SpongeBob nicht hineinschauen. Als er Patrick besuchen will, ist auch der mürrische Nachbar verschwunden. Andere Episoden, in denen das Haus in der Folge verschwunden ist, Missing Identity und Patrick der Postbote. Nummer 5. Tja, Leute, das ist so, ne? Das passiert auch den Profis noch. Einige Phrasen oder Lieder, die sich auch nach Jahren noch Flaschen im Hintergrund, festsetzen. Die ihre Farbe und Position erinnert ändern. Euch zum ich Beispiel bin gespannt. An eine der Versionen des I Love Krabby Patty Songs. In der Folge Band in Bikini Bottom aus Staffel 5 singt SpongeBob dieses Lied. Aber was in der Folge im Hintergrund passiert, ist viel interessanter. Zu Beginn des Liedes sieht man zwei Flaschen, eine gelbe und eine rote, hinter ihm in der Küche. Die hier, ne? Diese Flaschen sieht man, Leute. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Als das Lied weitergeht und die Kamera wieder auf das Mäuerchen fokussiert, aber in einem größeren Winkel, sehen wir, dass drei weitere Flaschen hinzukommen. Doch die Flaschen ändern nicht nur ihre Position, sondern auch ihre Farbe. Jetzt da sieht man's. Also vorher waren die... Und jetzt sind's irgendwie die, ne? Jetzt sind sie weiß, rot, gelb, weiß und wieder rot. Scam, Leute. Scam-Betrug. Nummer 4. Wenn es eine SpongeBob-Schwammkorb-Folge gibt, die gleichzeitig befriedigend und ärgerlich ist, dann ist es die Folge Die Schnur in Staffel 11. Hier entwirrt SpongeBob Squidwards Hemd, indem er an einer losen Schnur zieht und dann eskalieren die Dinge. An einer Stelle der Folge wird jedoch ein Fehler offensichtlich. Das bin ich, wenn ich damals SpongeBob geguckt habe. In Die große Krabbe zieht SpongeBob an der Schnur eines orangefarbenen Fisches. Er zieht sie von Anfang bis Ende. Im nächsten Bild ist die Schnur jedoch noch dran und läuft weiter. Das ist offensichtlich nicht korrekt und ein Animationsfehler. Wenn du wissen willst, wie die Episode endet, SpongeBob dreht durch und zieht weiter an dem Draht. Am die Folge kenne ich gar nicht. Nachdem er buchstäblich an jedem erdenklichen Faden gezogen und die Stadt vom Staub befreit hat, entwirrt SpongeBob das Universum. Die Folge endet damit, dass Patrick die Schnur als Zahnseide benutzt und SpongeBob selbst entwirrt. Nummer 3. Folge 15 der dritten Staffel. Mr. Krabs durchlebt eine Midlife-Crisis in einer Folge mit dem treffenden Namen Midlife Crustodian. Denn auch die Autoren von SpongeBob Schwammkopf liebten ein gutes Wortspiel. Was passiert hier? In dem Bemühen, sich wieder jung zu fühlen, treffen sich SpongeBob, Patrick und er auf der Suche nach einem neuen Funken für eine Nacht. Ihr kleines Abenteuer führt sie bis zu Mrs. Krabs und dort passiert der Fehler. Das ist ja seine Oder Mutter. Genauer gesagt, es passieren mehrere Fehler. Als Mrs. Krabs Unterwäsche zum ersten Mal gezeigt wird, handelt es sich um ein ganz... Leute, wer kennt's? Wollen wir heute auf Höschenjagd? Höschenjagd? Genau das. Und dann bricht er bei seiner Mutter ein und klaut das Höschen von seiner Mom. Das ist so lustig. Normales, alltägliches Höschen. Aber als Mr. Krabs an der Reihe ist, eins zu ja, nehmen, da sind falsche Höschen raus. Das wusste ich auch schon. Diese Episode endet nicht mit Fehlern. Als Betsy, die Mutter von Mr. Krabs, ihrem Sohn befiehlt, in sein Zimmer zu gehen und ihn wie ein Kind belehrt, ist ihr Haar auf mysteriöse Weise verschwunden. Wenn man wieder heranzoomt, ist es wieder da. Das stimmt. Nummer 2. William Fancyson ist Squidwards Die fehlende Augenbraue. Die auch buchstäblich identisch ist. Ohne die Augenbraue kann man sie nicht unterscheiden. Alles, was Squidward kann, kann Squilliam besser. In der Episode House Fancy aus Staffel 6 sehen wir die beiden gegeneinander kämpfen. Squidward findet heraus, dass Squilliams Haus in einer Dekorationssendung gezeigt wird. Er sagt der Sendung, dass sein Haus besser ist. Da er nur ein paar Stunden Zeit hat, bittet er SpongeBob, ihm zu helfen, sein eigenes Haus für die gleiche Sendung Die Folge zu bereiten. Ist auch sehr big, der Leute, die ist dieser richtig Folge krass. Nur wenigen Leuten auffiel, trat bei der Hausbesichtigung von Squilliam Fancyson auf. Es gibt eine bestimmte Einstellung im Aufzug. Auf jeder Seite ist ein königliches Gemälde von Squilliam zu sehen, nur auf der rechten Seite. Er hat hier keine Augenbraue, ne? Wollte ich gerade sagen. Und hier hat er eine, die sieht aber nicht schwarz aus. Hier hat er keine Augenbraue, ne? Hier hat er einfach eine Glatze, Digga. Was ist das denn? Einfach die dicke Mega-Glatze. Seite fehlt ihm die markante Augenbraue. Nummer 1. Oh, jetzt der heftigste Fehler. Ich bin gespannt. In der Episode Patrick Man der 9. Staffel ist Patrick davon besessen, Verbrechen aufzuklären. Das einzige Problem ist, dass es keine echten Verbrechen zu lösen oder Verbrecher zu fangen gibt. Irgendein Hemd wechselt jetzt hier, Leute. Am Ende wird er eher zu einem Ärgernis.
Das eigentliche Verbrechen ist jedoch, dass der Fisch, der offiziell den Namen Incidental 40 trägt, nicht mehr ohne Hemd ist, sondern ein weißes Hemd trägt. Eben gerade hatte er keins. Hier hat er kein Hemd an. Incidental 40 jetzt trägt, gleich hat er ein Hemd mehr ohne an. Hemd ist, sondern ein weißes Hemd trägt. Die Zeichner hatten diesen Fehler jedoch nicht bemerkt, sodass er in der Episode blieb. Abgesehen von den Hemden ist diese Folge etwas ganz Besonderes. Und das nicht nur, weil Patrick zum dritten Mal ein Superheldengewand anzieht. Es ist die letzte Folge der SpongeBob-Serie mit Ernest Borgnine und Tim Conway in den Hauptrollen. Was ist deine Lieblings-SpongeBob-Folge und warum? Hat mir gut gefallen, war sehr, sehr nice mal zu sehen. Hab ich schon Bock. Wir gucken mal rein. Oh, Digga, miese Spinne. Ich finde die süß. Also ganz ehrlich, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist nicht eklig. Ich hab schon Spinnphobie, aber guck mal die süßen Augen da. Du kannst doch nicht meckern, Digga. Schon süß, ne? Oder? Ich finde das Ding niedlich. Was das? Oh! Wie cool! Oh, Leute, guck mal. Okay, das ist schon ziemlich süß. Was ist das, Digga? Was ist das denn? Leute, bei wem sieht das Zimmer so aus? Welches Zimmer ist es von euch? Bei wem sieht das Zimmer so aus? Bei mir, Lena. Lena, ich wusste es. Bei Lena sieht das Zimmer so aus. Digga, das wird so stinken da drin nach Abfall. Was geht hier ab? Oh, Drohnenlichtshow, Leute. Die crazy. Was geht bei den Doggos ab? Die chillen hier hinten richtig brutal im Auto, Mann. Guck dir das an. Weil da eine Sirene vorbeifährt. Okay, die hat zu Hause ein paar Skorpione gefunden. Wer kennt die nicht, Alter? Ein paar Skorpione zu Hause. Sieht so aus, als wären das Babys von der, ne? Ja, da noch einer. Einfach ein Skorpionennest. Was geht denn hier ab? Kerzeneis nennt sich das, Leute. LOL. Krass. Digga. Der Hund einfach darauf getrimmt, wenn jemand Geld reinsteckt, High Five zu geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, auch hier mit der Pfeife im Mund. Ich meine, Digga, der sorgt für seinen Lebensunterhalt, aber ich weiß natürlich, wo das Geld hingeht. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Digga, du musst erstmal Geld da reinschmeißen. Oh, was geht hier ab? Was ist das denn für ein Fahrrad? Bruder! Yo, das schockt. Geiles Fahrrad. Der Hund. So trinkt er aus seinem Napf. Stell dir das drin vor, ne? Stell dir das mal drin vor. Bruder, hat er da gerade ein Trampolin auf sein Auto gelegt? Das gibt's auch wieder nur in Ohio, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Wenn du mit dem dreckigsten Auto noch ein Trampolin... Also, ich bitte dich, Bruder. Aber da... Also, wer kommt denn auf die Idee, sowas zu machen? Ohio, ihr wisst genau, wie es läuft. Ey, ich schwör's dir, Leute. Like, Digga, wer mich in so einem Auto sieht. Soll ich mal mit dem Auto Trampolin und dann Livestream machen? Auf chillig. Das ist nicht sein Ernst, ne? Oh, geil, Mann. Das sieht auf jeden Fall cool aus, wo der da ist. Temple Run in Real Life, Leute. Chillig, chillig auf jeden Fall. Oh, das wird ein geiles Ding. Das füllt sich nämlich komplett aus, glaube ich. Und dann füllt sich das nämlich wieder. Arsch clean. Das gefällt mir. I did not see this coming. She totally got him. Sneaky Versteck auf jeden Fall. Hat sie ihn mal bekommen. 3D Billboards in Japan are wild. Leute, das ist richtig krass. Davon habe ich schon so einiges gesehen. Das hier ist jetzt gerade in Japan, aber sowas gibt es auch gerade in dem asiatischen Raum voll oft. Bro, dann stehen die hier alle und gucken diese Tafel an, weil das so echt ist. Guck dir das mal an.
wie die Katze da rausguckt. Digga! Zu krass! Schon wild gemacht. Wie zur Hölle ist das hier möglich? Kann's auch nicht sagen, aber irgendwie anscheinend. Digga, wie nah hat der bitte das Auto geparkt? Without somebody's car getting damaged. He told me, please don't try to pull your car out. I told him, I'm gonna pull my car out and you paying for all the damages. This game looks like so much fun, but it must be difficult. Who else wants to play? Oh, das Game feiere ich mega, Leute. Das Game ist richtig chillig. Ich schwör's euch, Leute, das muss richtig Fun machen. Oh, das war auch ein sehr, sehr nicer Wurf. 7 Stunden hatte das gebraucht. Krass. Was geht hier ab? Auch nicht schlecht. Respekt. 35 Stunden. Oh. Chopsticks are hard to eat with, but these are chopsticks that I would be able to. Wer kann mit Stäbchen essen von euch? Oh, wie cool! They had to put up a sign to explain to people that their dogs like to climb trees. This is so. Ja, ist einfach ein Hund auf den Baum geklettert, Mann. New fear unlocked. Oh, das Handy, das Handy. This is proof that dogs pay attention to what we are watching on the TV. Now get him a snack. Und der Hund. Guck mal hier, Digga, im Fernseher. Hunde sind so, so gut, Mann. She thought she was safe from the water. Were the pictures worth it? Sie dachte, sie ist sicher vom Wasser. Oh Gott. This kind officer made sure that the family of ducks were able to cross the road safely. Leute, sowas hatte ich tatsächlich auch mal. Ich war ja mal Polizist, der ein oder andere weiß es. Leute, wir hatten mal eine ausgebüxte Gans. Das war so ein richtig großer Schwan. Ich schwör's euch, der war, also, der ging mir bestimmt locker bis zur Brust. Digga, einfach auf der Straße. Ich wollte gerade zur Arbeit fahren, zum Dienst bei der Polizei. Und dann habe ich da angerufen bei meiner Arbeit und natürlich gesagt, Leute, ich kann gerade nicht, ich muss hier mal was klären. Auf dem Weg zu meiner Arbeit musste ich so eine Gans von der Straße runternehmen und zum Bauernhof zurückbringen, wo die ausgebüxt ist. Richtig dumm, aber ist schon so, dass man sagt so, okay, heute der Tag, wie, was kommt noch alles? Das war eine richtig lustige Geschichte und ich kann das hier total fühlen. Finde ich schon cool. Way too close. Das finde ich cool. The pup here can multitask better than I can. How is it even doing that? Was geht bei dem Hund ab? Yo, guck. Der Hund hinten. Hä? Was? Digga, wie? Yo. Ist das krass, Mann. Boah, guck dir den Typen mal an. Alter, der Baum, Junge. Da hätte ich ja richtig Angst. Krass. Benjamin Enke, bis dann, Brudi. Boah, wo ist das denn? In der Schweiz anscheinend. Krass. So hard to get her up the hill. I feel bad for him, but it looks like she had fun. Oder einfach eine Achterbahn, die mit dem Fahrrad, also echt jetzt? Is so tiny. Is it real? Guck dir mal das, Alter, wie klein ist der Hund? Each time he tries to clean up, crazy, der war vielleicht zu groß. It gets worse. Is there a sensor he can cover up while he cleans? Das Problem habe ich auch. Ich habe auch so einen ähnlichen Seifenspender, Leute. Das nervt richtig. Alter. Cooler Bär. Richtig cooler Bär. He could have stacked them right the first time, but this way is much more satisfying. Yo, der clean, Alter, clean. Nicht schlecht. Er hat ein kleines Croissant bestellt, ne? Das bin ich, wenn ich Hunger habe. Safe, Leute.
What kind of haircut is this? Das finde ich auch richtig wild, wenn man so die Haare schneidet, ne? Völlig crazy. She installed a kitty door to keep the pup out, but little did she know that her dog could fit through it too. Wie passt der Hund durch diese Tür? She asked who made the mess and the Ouch. Zwei Hunde alleine gelassen. Oh, dann sieht das so aus, ne? Aua. Sie hat gefragt, wer das war. Der Hund zeigt auf den anderen. Das ist der große Bruder. Das war mein kleiner Bruder. Der war das. Was ist das denn für eine Tür? Bro, warum macht man so eine Tür? He will never forget this day. Ey, wie geil, der Papa tut so, als würde der Kleine ihn da mit dem Auto rausziehen. Schon nicht schlecht. I didn't think the corgi here was going to figure out how to get the stick through, but he did. Digga, der Hund, ist der aus Ohio oder was geht da? Nee, Mann. Der Hund ist smart, ist ein smart move. She would get extra credit when she walks on water, but I don't think the teacher is keeping his promise. Der Lehrer hat eine extra Note gegeben, wenn sie über Wasser laufen kann, und sie hat's gemacht. Was geht bei dem Hund ab? Oh, das bin ich, wenn Wochenende wieder ist. Geile Rutsche, hab ich Bock. Was ist denn da gerade passiert? Aua! If you're going to have a jet ski roller coaster, shouldn't there be water involved? But it's still the coolest ride ever. Jet ski Achterbahn, die würde ich auch, Digga, die würde ich tatsächlich gerne fahren, Mann. Ich glaube, die ist bestimmt richtig nice. The golf ball landed on this alligator. It's his ball now. Der Golfball ist auf dem Alligator gelandet. Zehner, wenn du den wegchippst. Ich gebe euch einen Zehner, Digga, wer den vom Alligator wegchippt. Mit dem Golfball, Digga. Du hängst da so. Wenn du den einmal triffst, Bro, du bist tot. Ich schwör's dir, machen wir 100 draus. Oh, nee. Digi, also ich sag Fuffi Max, ne? Fuffi Max. Also, mehr nicht. Leute, like, wer die Wette annehmen würde. Wer wird den Golfball vom Krokodil runterchippen, Digga? This water slide sends you into the ocean. Wow, was ist das denn? Wo ist das? Da will ich auch mal hin, Mann. Gottlos. Einfach gottlos. Geile Rutsche. This gaming monitor can change between being flat and curved. I need one. Einfach Gaming-Monitor hat sich ein bisschen angepasst. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Was geht hier ab? Heftige Bikerstrecke. Sowas auch so lebensgefährlich, Leute. So krass, wenn man sich da aufs Maul legt. Aber hat er gut genommen. Das ist ein Rotpanda, ne? Die sehen so niedlich aus. Ey, Rotpanda, so ein süßes Tier. If you want a bike that stays in place, just get a stationary bike. Normal bikes are meant to go places. Geht hier auf dem Fahrrad ab? The dog here remembers. Warum macht man sowas? Commercial years ago. This is adorable. Ey, wie der Hund hochspringt, wie cool. The scooter has pedals? What's the point of them? Warum hat so ein Roller Pedale? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Basketball auf dem Schiff, Junge. Yo, krass. Da musst du Angst haben, dass du runterfällst, ey. Oha, der hat den ganzen Käse aufgeschmatzt, ne? Aber Leute, tut mir einen Gefallen, füttert eure Hunde nicht mit so einem Müll. Das ist nicht cool. Das ist allerdings ziemlich cool. One strong gust of wind and it's over for him. Ich, wenn ich umziehe. Oder kein Geld. Anhänger zu teuer. Auf Bus. Ey, nee. Das kann nicht gesund sein, Leute.
This guy can balance a TV on his head while riding a bicycle. Bruder, der hat einen Fernseher auf seinem Kopf und fährt Fahrrad, Mann. Was geht denn bei dem ab? He came across a sea snake while in his glass boat. I would be er ist in einem Glasboot. So quickly. Einfach eine Seeschlange gewesen. I have a lot of questions. Eine Limo mit einem Löwen oben drauf? Crazy. First, but then he realizes he has competition. Der Hund wird gleich sauer, ne? Der Hund wird gleich sauer, safe. Doch nicht. Always imagines the end of a rainbow would look like. Nature is amazing. Cooler Regenbogen auf jeden Fall, muss man schon sagen. Aber ich glaube, das Bild passt nicht mit der Frau da zusammen. How this works? I'm so confused. This horse knows that she's big now, but she still wants to cuddle up with her favorite person. So precious. Einfach Pferdeschmusen. Ja, das ist vielleicht auch ganz cool. Ich glaube, so an so eine Situation erinnert man sich. Aber so ein Pferd wiegt doch voll viel, oder nicht, ne? This carnival in Australia looks like so much fun. Geile Rutsche in Australien. Geile Rutsche, Leute. Sehe ich mich? Sehe ich mich absolut? And the award for the best driver. Was geht denn da ab? Das ist auch eine sehr, sehr geile Idee. Gut gemacht, würde ich sagen. The pony here is just now realizing that he doesn't need to walk along with the other horses. He beat the system. System gedribbelt. Aber schon traurig anzusehen, wie die Pferde da auf Zwang bewegt werden müssen. Oh. Wer kennt's nicht? Schatz! Ich hab ein paar Sachen eingepackt. Nur ein paar. Ja, was hast du denn dabei? Ein Rucksack. Okay. Digga, dann diesen. The pups here may only have two working legs, but they bring so much more. Uff, das sind behinderte Hunde oder was? Oh. If you never had room for a pool table, now you can have a geil. Normal table that Billardtisch wurde umfunktioniert zu einem normalen Tisch. Das finde ich smart, Leute. Das finde ich richtig smart. Muss ich schon sagen, das ist ein geiler Tisch. Wild. Is this what toilets of the future will look like? Toiletten in der Zukunft. Auch geil. So eine Glastoilette würde ich schon fühlen. Die muss aber sauber sein, ne? Is this cat walking backwards? Einfach die Katze am Rückwärts laufen, auch nicht schlecht. Tiere und Laufbänder, das ist doch gottlos. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen zu klein für Leiter tragen. Here is a hack for the next time you are told you can only have one slice of pizza. Der isst seine Pizza mal eben ganz fix. Ich bestell mir heute einfach eine und mach das auch. But now I need a bunch of cats so I can do this. Warum macht man das? Was soll das? Warum macht man sowas? Is this the real life version of Mario? Oh, das sieht richtig witzig aus, Mann. Oh, das sieht richtig witzig aus. Digga, wie cool. Einfach Mario Kart auf chillig. Ey, Leute, guck mal, was für eine Profis das sind. Was geht bei dem Hund ab? Holy moly. This sandwich is actually her wallet. If she puts it in a plastic baggie, no one will ever steal it. Einfach Sandwich-Portemonnaie geworden, ne? Weiß ich ja nicht, was davon halten soll. If this counts as cleaning, sign me up. Warum denn so? Heb doch einfach hoch. Er geht mit seinem Vogel Gassi. Total gut. Was sind das für Dinger? Das Capybara? Die sagen mir nichts. Alles habe ich schon gesehen, ne? Du kannst dein McDonald's, was du isst, direkt wieder abtrainieren, aber ist völlig unnötig, Mann. Macht überhaupt keinen Sinn. Der Hund ist am Trainieren, Leute. Mit Boxhandschuh. Ja, Tiere sind schlau, Leute. Tiere sind schlau.
Ist so. She brought her dog to walk on the treadmill with her at the gym. At this point, weiß ich ja nicht, ob man sein Gym jetzt also mit einem Hund, also weiß ich ja nicht. In this lake? Junge, wie viele Fische sind da raus? Die Katze ist so am Chillen, Leute. If you made it this far, voll gut. Ah, das hat mir gefallen. Hey, what's up, guys? Trendspot here. These are moments you won't believe are real. Okay, Trendspot haut uns wieder um, ne? Bin immer gespannt, was jetzt so kommt. Oh, was ist das denn? Kakerlakenspray oder was? Bist du dumm? Boah, Junge, das Ding hat ja richtig überlebt. Sehr geiles Rendering, Leute. Das ist immer so ein klassischer Spot, ne, in seinen Videos. Boah, Digga, cool, Mann. So werden Legos gebaut. Was ist das? Bruder, das ist kein Dreck. Das sind alles Ameisen? Does she have a pet tiger? I'm jealous. Einfach ein Tiger. Ist das ein Haustier? Oder warum chillt er da so heftig? Oh, Leute, guck mal da oben wieder, ne? Ich will ja, guck mal, ich will ja nichts sagen. Aber das wird doch nichts, wenn man da so hängt. Das wird doch nichts, wenn man da so hängt, ne? Da passiert gleich irgendwas Dummes wieder. Man hat's gesehen. Oh, Junge, so eine Lawine. Puh. Das ist die größte Lawine, die ich, glaube ich, je gesehen habe in dem Video. Alter. Das muss ein geiles Gefühl sein, wenn man so diesen Qualm davon abbekommt, ne? Crazy, Mann. This person is not even concerned about the spider in the room when this huge flying bug is outside. Was ist das denn für ein Käfer? Digga, das Ding ist ja riesengroß. Mach die Tür bloß nie wieder auf. This stray kitty was so happy to see her. Look at how grateful he is for her kindness. Oh, Katzen, ne? Die haben so ein entspanntes Leben, Leute. Die können es sich richtig gut gehen lassen. Ich bin ehrlich. Any dog can be a lap dog if you let them. Was ist das denn für ein Riesenhund? Digga, der ist riesig, Leute. Are these cops trying to pull over this ostrich? I hope. Bro, was geht denn hier ab? Das sind Polizisten, die hier irgendwie. Was ist das denn? Was geht denn hier? Das ist einfach ein Storch? Digga, Polizisten, die einen Storch einfangen. Auch nicht schlecht. Die Polizisten haben gerade gesagt, very nice. Die gucken gerade zu, wie die deine Runde skaten, ne? Ja, finde ich schon cool. Subscribe and click the bell for amazing luck for the next week. After running around the house, this kitty is out of fuel. Ja, ist das ein Motor? War das gerade ein Motor, Leute? Bro. Digga, der Typ hat Logistik Level 6. Bin ich ehrlich. Der hat Logistik Level 6 studiert. Wie kann man denn so geil seinen Einkauf verpacken? Absolut krass. Der fällt jetzt mit dem Roller los. Macht sie auf entspannt seinen Roller da fertig. Und Digga, ja, da gib ihn. Let's go. Was geht da oben? Oh, die pranken sich immer, ne? Das machen die öfter, die beiden. Is this how foxes act when they are upset? Sind das Füchse? Are so funny. Seit wann sind Füchse so süß? Oh, ich will jetzt einen Fuchs haben als Haustier. Wie cool ist das denn? He used a remote control car to buy stuff at his convenience store. I can't believe the employees followed his directions. Der einfach mit so einem ferngesteuerten Auto versucht er jetzt einzukaufen. This kitty has his own. Haben die tatsächlich gemacht, ne? Krass. Warum muss man eine Katze in sowas reinpacken, Digga? Weiß ich ja nicht, ne? Her daughter pranked her with this costume and she was so confused.
Habt ihr das gerade gesehen? Das sah so aus, als wird die von einem Alien entführt. Digga, wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn, Digga? Guck unten, guck unten. Das ist geil. Okay, das feiere ich. Also, wenn du den Bär vor deiner Tür hast, ey, sieh zu, dass du die Tür zukriegst. Mal, lass den doch nicht rein. Ja. Er macht selber zu. Don't tell my mom about this device. This is the best thing since sliced bread. Was geht hier ab? Wofür ist das? Wird er jetzt Brot geschnitten, Mann? Okay, das ist schon cool. Ist eine geile Erfindung, aber unnötig für mich. I wish I could fall asleep this quickly. Junge, das muss für Hunde doch locker richtig chillig sein, das Ding, ne? Weißt du, wie ich mein? Also das ist ja fast wie eine Hängematte für Hunde. Is this how Minecraft creative mode works? Das finde ich sehr geil. Ich bin mal gespannt, ob er hochkommt. Ja, einfach Jetpack, Leute. This is much faster than walking downstairs. Now I want to try this. Was macht er da? Warum macht man das? The catnip, and now she can't get him to let go. What would you do to make him stop? Was macht die Katze da? Die Katze will da unbedingt rein. Is this the total gut. Oh, was geht denn da ab? Hä? The beluga whale here loves his ice. In meinem Urlaub habe ich Delfine und Wale gesehen, Leute. Das ist wirklich crazy, wie die aussehen, ne? Hat er eigentlich Bock auf Eis? The guy here has a mini trash can and I can't believe the worker dumped it for him. This is so funny. Der Typ packt das jetzt in den Müllwagen da anscheinend rein, ne? Bin mal jetzt mal gespannt. Geil. Das finde ich in Ordnung. Katze gönnt was zu trinken? Yo! Die ist ja richtig trainiert schon. Exactly like a car locking. His teacher banned laptops, so he decided to bring in a typewriter. You need to see how they react. Da hat jemand, pass auf Leute, Laptops leise. Da hat jemand eine Schreibmaschine mitgenommen, Unterricht, Digga, und die ist richtig laut. Jetzt guckt er, wie der Lehrer reagiert. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hey, geil, Mann. Oh, was geht hier ab? Alter, ey, du kannst mir erzählen, was du willst, aber das Fell hier, das sieht so schön aus. Richtig krass. Ist das ein Jaguar? Ich glaube schon, ne? Der hat ein heftiges Fell. Majestätisch. You won't believe how he found a way to bring home his TV on a unicycle. Er hat sich einen Fernseher gekauft und will das Ding mit einem Einrad nach Hause fahren, als ob der das jetzt macht. Someone needs to tell him this. Ey, krank. Also der Typ, Digga, wild. Was geht bei der Katze ab? At first I thought she broke off the mirror, but turns out it was just ice. Einfach Eis runtergenommen, ne? Auch nicht schlecht. Crazy. Here's the car window experience minus the car. Hunde, wenn sie aus dem Auto gucken, Digga. Der Klassiker, Leute. This guy was hired as his new social media manager. I'm really confused what he's doing. Der Typ ist Social Media Manager und man fragt sich, was der da macht. Jetzt werden wir aber gleich safe das Video sehen. Okay, wissen wir nicht. War wahrscheinlich doch nur Müll. Was geht hier? It's okay. There are enough Hawaiian rolls for everyone. Oh, Affen! Guck mal, Junge! In der Schule.
in der Schule. Leute, folgende Situation. Ich war in der Schule, Digga. 8. Klasse, okay. Ich nehme Kaugummi mit. Gerade mal an der Tankstelle, Digga, auf dem Weg zur Schule Tankstelle. Habe ich mir Kaugummi gekauft, ne? So eine Packung. Digga, und ich snack mir eins rein. Im Unterricht, so in der Pause, ne? Und dann alle so, ey, Danny hat ein Kaugummi dabei. Danny hat ein Kaugummi dabei. Und dann alle diesen, Digga, komm, ey, ich will auch, komm, gib mir. Und meine Kaugummis, Digga, danach. Genauso. 100%. Direkt. Wie die Geier. Wie die Geier. True Story. Ist die Katze eigentlich gerade Skateboard gefahren? Oha, was macht er denn da? Her dog teaching her puppy to sit is my favorite thing ever. Das sind auch schon zwei süße Hunde, ne? Die Mama sagt, hey, setz dich mal hin und benehm dich. Ey, was? Also, okay, das finde ich heftig. Da merkt man schon manchmal, ne? Also Tiere können teilweise sehr weit denken. So, die will die ganze Zeit was zu essen haben, aber die müssen sitzen bleiben und chillen. Die werden ja gerade sozusagen dressiert wahrscheinlich. Und dann sagt die Mama irgendwann so, ey, das bringt nichts. Hallo, setz dich mal hin. Hallo, setz dich hin jetzt. Hinsetzen. Und er sitzt. Krass. Wild. Tierkommunizierung, ne? Was geht bei den beiden Katzen ab? Did he spawn in Gotham City? It's Junge, was ist denn hier passiert? Es sieht irgendwie gut aus, aber es ist wahrscheinlich auch nicht gut ausgegangen. Irgendwo brennt's da, ne? Sah episch aus, sagen wir mal so. Der Hund, bisschen dick, ne? Muss nicht sein, Leute. Also lasst euren Hund bitte niemals so fett werden. Das ist gar nicht gut. Aber mit dem Ballonspielen ist schon cool. Die versuchen, den kleinen Truck da aufzufüllen für den kleinen Racker, der da ist. Guck mal hier, der kleine Mann da vorne, ne? Der denkt sich so, ja, cool. Da wird jetzt Sand reingemacht. Das finde ich schon eine geile Aktion. Da merkt man manchmal so, dass einige Menschen ihren Job echt gerne machen. Yo, wo kommen denn die Pferde her? Alter. Digga, was geht denn da ab? Schimmelreiter jetzt oder was? The scenery here is unreal. I would pay to know where this is. Michael, danke für 1 Euro. Und wo zur Hölle ist das hier? Sieht heftig aus. Red panda is adorable. The line across his chest. Oh, guck dir mal das an. Was ist das denn? Ist das ein Panda? Das ist ein Panda, ne? Oh, sind die so süß. Verdammt nochmal. Could you do this? It's probably fun if you're not afraid of heights. Okay, also das könnte ich auf easy and safe machen. Digga, safe. Da wäre ich locker down für. Da sehe ich mich schon. I bet this will be the next Florida man story in the news. Digga! Typischer Florida-Move, Digga! Das gibt's auch nur in Amerika! Hallo? Was geht denn da ab? Die fahren da wieder Boot und dann die. Nee! Freedom! Freedom! Total dumm, Alter. Wow, das ist locker ein Render. Das sieht zu heftig aus. Das gibt's nicht in echt. Das ist doch locker ein Render. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das gibt's nicht in echt. Okay. Was? Der fährt jetzt nicht mit dem Hund zusammen, oder? LOL. Okay, das ist wild. Was geht hier ab? USB-Kabel? This is a crazy check ich nicht. Hack. Don't let the owner catch you, because that might be against Eieiei, das gibt Ärger, Leute. Das gibt Ärger, ne? So kann man es natürlich auch machen mit einem harten Magneten. Kriminell. Oh, der größte Papierflieger der Welt, oder was? Digga, crazy. Guck mal, wie der hinterher rennt, ne? Den musst du erstmal auffangen. Und RIP. Junge, der kann locker gefährlich werden, wenn der auf dich kommt. Wer ist er denn? Was ist das denn? Looks like the ideal biome for my Minecraft home. Coole Landschaft. Aber muss nicht sein. Das haben wir schon mal gesehen. Es hat jemand ein Fahrrad, also mit einem Reifen, also die Reifen sind quadratisch, Digga. Was ist das denn? Nasenbär, aber schwer. Hm, okay, danke für die Info. Free money glitch?
Free Money Glitch, okay. The bunny and bird here are the best of friends. They are so cute. Oh, die Erdbeeren wachsen an den Sträuchern. Voll geil. Der Hase und der Vogel sind einfach beste Freunde, this ne? This backpack is so cool. I need one. Junge, was ist? Digga, zieh dir mal den Rucksack rein. Das muss ich als Merch mal bringen, oder? Das mal so eine Merch-Idee, stimmt's? Yo! Ey, wenn du sauer wirst in der Schule, direkt. Sie kommen zu dir, sie sehen deinen Rucksack. Sie wollen dich stressen, sie wollen dich flexen. Sie kommen, wollen Stress machen. Sie sehen nur das Ding. Und du drehst dich in diesem Moment um und sie sehen noch diese roten Augen. Und their sie wissen, direkt ist vorbei. Das wäre ein geiler Rucksack. Oha, in der Schule so eine kleine Katze mitzunehmen, ne? Das hat auch was. What is this pro skateboarder doing? Digga, was macht der denn da mit 12 Skateboards? Was macht der denn da mit 12 Skateboards? Oder 9? The cars passing by saw this burst pipe as an opportunity for a free car wash. Hat er sein Auto da gerade gewaschen oder hat er nicht gesehen, dass da ein Hydrant kaputt ist? Also, was geht denn da, Mann? This völlig lost. So graceful about dodging the obstacles, but how about the pup? Oh nein, die Katze kommt easy durch. Der Hund, der wird so alles umschmeißen, safe. Eine Sache hat er umgeworfen, das war's. Respekt. Ich liebe so eine Rutsche, ich will auch da rein, ich will sowas mal machen. Oh, Digga, voll geil. Oh, yeah, Mann. Ey, so eine Rutsche ist cool, aber war noch nicht doll genug, finde ich. Es geht noch besser. Ist das ein Taco für Katzen? Muss nicht sein, ne? Aber es ist in Ordnung. Das gibt's nur in Amerika. Ein riesen Einkaufswagen. Stell dir vor, du fährst mit deinem Audi auf entspannt an der Straße und siehst einen fetten Einkaufswagen an dir vorbeiziehen. Bruder, was ist das denn? Aber wäre schon chillig, wenn deine Kollegen alle mit drin sind, Familie und so, ne? Wäre schon geil. Alle im Einkaufswagen, würde ich fühlen. Aber ist locker nicht erlaubt. This pup's smile as she overcomes the jump is everything. Yo, der Hund springt höher als Digga. Krass. I can't believe this waterslide has a loop. I would never Junge, die Rutsche. Ever. Geiler Loop, muss man sagen. Sehr geil. Die Rutsche würde ich auch mal gerne nehmen. Und es geht rein ins Becken. I have sehr never geil. Seen such a happy ferret. Oha. Wie der durchziehen ist. The depth of these glaciers is terrifying but beautiful. Oh, Tiefe und Ozean ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Weiß man nicht. At least the pup was considerate enough to not lay down on top of the laundry. Kurz mal die Wäsche runterschmeißen, er will sich's bequem machen, Digga, typisch Hunde. Going to fall off, but everything went according to plan. Das war smart. Der kennt sein Auto, der Typ. Intense Game. Die Katze ist dran. Intense Game. Gewinnt die Katze? Weiß man nicht. Ey, wie cool ist das denn? So ein Hunderudel, die alle auf sich achten. Voll geil. Bis auf der, ne? Wer kennt ihn? Digga, dieser eine Typ, der ganz hinten, wenn man in so einer Gruppe geht, in der Schule oder, weißt du, und es gibt diesen einen Typen, der ganz hinten läuft. Und da fragt man sich, Digga, warte doch mal, warte mal auf die anderen. Und er von ganz hinten, Digga. Ja, ja, klar, Mann, safe. Und du denkst dir so, was hat er es eilig, Digga? They accidentally taught their cat how to tell time. The food dispenser goes off at 12 each day. Okay, die Katze weiß anscheinend, wann es 12 Uhr wird, weil es dann Essen gibt. 12 Uhr, wo ist mein Essen? Die Katze weiß direkt Bescheid. Nom nom nom, kriegt automatisch Essen oder was? This has to be the best job in the world. Pinguine. Also Pinguinpflegerin. Ich war auch, also wir haben uns auch Pinguine angeguckt letztens, richtig viele, 200-300 Stück oder so. Das war echt mal wild, die zu sehen. Was ist das für ein Ort? Wo kommt der her?
America! Bro, this room zu gut. Is a cat lover's heaven. Digga, wie viele Katzen sind das denn? Die eine Frau. Ich mag Katzen. Die eine. Katzen sind echt süß. Sie hat Katzenfotos auf Instagram. Digga, du kommst rein in die Butze. Du kommst da rein und siehst nur das hier. Und denkst dir nur so. Wie ganz nett hast du es hier. Das ist eine Fake-Spinne. Safe, Fake-Spinne, Digga. Du brauchst keine Sorge haben. Alles entspannt. Ja, Junge, das ist also... Was faker als fake? Was geht hier ab? Oh mein Gott, Brick Race? Voll geil. Und das ist ein geiles Game. She found a huge spider. Is even real? Fake-Spinne, Digga. Fake-Spinne. 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 This drone point of view is insane. Oha, der Typ fliegt einfach Drohne. Ey, ich hätte auch so Bock mal auf eine Drohne fliegen, Mann. Das muss locker übelst krass sein. Cave, die haben irgendwas aus einer Höhle gezogen. I don't wanna know what that is. Was haben die da denn gezogen aus der Höhle? His aim is on point. He does der Messerwerfer, den haben wir uns mal angeguckt. Der Typ ist so stabil unterwegs, guck dir das an. Have you ever seen lightning that comes up from the ground? Is oh, da hat jemand einen Reverse gemacht von einem Gewitter, ne? Digga, das muss man sich mal vorstellen. Voll geil. Oh nein, Digga. Die Spinne ist drin und sie ist echt riesig. Bruder, wenn du da jetzt das Ding fallen lässt, ne? Also, nee. Dann lass es nicht fallen. Lass es nicht fallen. What is making them stick like that? Eklig, Digga. Warum sind die Bälle so komisch? Geil. Ich habe im Urlaub Wale und Delfine gesehen, meine Freunde. Das war unglaublich. Falls ihr wissen wollt, wovon ich rede, Digga, denn mir auf Instagram. Mehr sag ich nicht. Das sind auch neue Bilder, neue Videos und so aus dem Urlaub. Schaut einfach mal vorbei. Ich sag, wie es ist. Digga, das ist ein Delfin. So. Flosse hier unten. Gesicht hier im Wasser. So gegangen. Wie eine Wand. Das war sehr heftig. Basking Shark, but he was wrong. Was zur Hölle ist das? Get on the boat! Rider! Dude, that's not a basking shark. Digga, der ist ins Wasser gesprungen mit einem Hai, Alter. Ganz schwierige Kiste. This is the tallest roller coaster in the world. I can't believe this person brought their phone on it. I would be so scared of dropping it. Alter, was ist das denn für eine Achterbahn? Digga! Boah, da, ich wäre tot. Ich wäre gestorben. Okay, sie hat sich so ein Plastikding gekauft, damit sie vorm Regen geschützt ist. Gucken wir mal. This pup is. This passiert so den Besten. Well and seems to oh, der kleine Doggy wird sauber gemacht. Guck mal. Der genießt das richtig. So ein Hundeleben? Yo, Digga, mit Gesichts... Bruder, um den Hund wurde sich besser gekümmert als um mich damals, hä? Professional Bunny Hopper. Where did he get this? Yo, wer ist er denn, Alter? Komm, ich spring kurz 80 Treppen hoch. The way all the pieces come back together is so satisfying. So wild. He never expected her to hide in the trash can for this prank. I can't believe she. Ah, die pranken sich mal wieder. Das ist so ein paar, die pranken sich immer, ne? Aber das ist auch ein bisschen gemein. Und dann auch noch beim Müll rausbringen. Aber finde ich schon irgendwie cool. Also die beiden Farben haben es. His reaction to getting pranked is so funny. Habt ihr gesehen, wie der sich erschrocken hat? This gold bar out of the box. If that is real gold, it has to be worth so much money.
Der hat einfach so einen Kilo Goldbarren rausgeholt. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das schaffen. Das ist echt insane. Schon wieder so eine dicke... Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist im Heidepark, oder? War das im Heidepark? Safe. Der Typ hat einfach einen Hund nachgemacht. Boah, die Mädels wieder. This pit crew is so fast, it almost looks fake. Boah, guck dir an, wie schnell der Reifen wechselt, Junge, krank! Acht Sekunden. Direkt drin. I would love also, to play hide and seek with Feld. Hide and Seek mit dem Doku. These games are so rigged, he definitely deserves to have that toy. Wie zur Hölle ist der da reingekommen? Lol. Die haben den Kleinen da einfach rein. Junge, er hat einfach alles aus dem Automaten geklaut, smart. Gefährliche Wasserrutsche in Costa Rica. This balloon krass. Came out of nowhere. Was there not a better place to land? Digga, der Ballon einfach aus dem Nichts hat hier gerade einen Sturzflug. This boat boah, das ist auch gefährlich, so scary, ne? But it's driven by a professional. Would you go on it? Alter, hier gibt's einen Profi, der hier um diese dicken Klippen fährt, ne? Junge, wie krass ist das denn? Now, voll geil. This is insane. Okay, das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr extrem, was der da macht. I can't believe the pup actually listened to her. Just buy it. Gentle. Er soll ihn ganz vorsichtig essen. Oh, hat er auch echt gemacht, ne? After his dog anymore. This is ridiculous. Da scheißt gerade nicht ein Hund in die Tüte, ne? Da scheißt jetzt nicht ein Hund. Da scheißt jetzt nicht ein Hund in die Tüte. Oder wo kommen wir denn dahin, dass ein Hund in eine Tüte scheißt, Mann? Was ist passiert? Ich war nur 2 Wochen weg. Jetzt kacken Hunde in eine Tüte oder was? Hä? Bro! Now this is a hole in one. Ah, das habe ich schon gesehen, Mann. Das ist so clean, das Ding. Wild. There's always people having fun during the fire drills. You can't blame them. Feueralarm und er macht diesen, Digga. This is so aber geile Dance Moves, muss man ihm lassen. Okay, was macht er da jetzt? I need to know where those golf balls are landing. They're gonna land on someone's car. Junge, wo gehen diese Golfbälle hin? He tried to scare her, but she ended up scaring him. Okay, also er wollte sie erschrecken, aber irgendwie erschreckt sie ihn jetzt. These professional bikers look crazy. I don't blame the last guy for changing his mind. Krass. These kittens are the most adorable things. Oh, guck dir mal die süße Katze an. Look how short their legs are. Digga, wie klein ist die denn? How do you wash this car? Das war schon süß. Don't those fly off in the wind? Junge, vom Kollegen das Auto, wenn er es mal wieder nicht sauber gemacht hat, ne? Ja, yeah, safe. If you wanted to know how to tire out a Corgi, here is how. Du kannst mit dem Auto erstmal deinen Hund beschäftigen. Danach ist der Hund so tot, Mann. So dead, aber gut. Kann man echt machen, Digga. Alle haben Spaß dran. Almost popped all the balloons. Oha, ein Teller macht alle Ballons kaputt. Okay, krass. Ist eigentlich auch voll heftig, ne? Is everything in her house made of cake? Ein Kuchen.
Wieder ein Kuchen. Einfach ein Kuchen. These students made a roller coaster in their woodworking class. This is so cool. Wurde in der Klasse eine Achterbahn gebaut? Wie dumm. Also eigentlich schon nice, ne? Schon this nice. This brings a new meaning to food on the go. Warum braucht man sowas? He fixed a hole in the wall with a piece of paper, but if you poke it, ein Loch in der Wand. Over. Und er hat mit einem Blatt Papier einfach das Loch in der Wand übergemalt. This car also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, Batmobile. Ne? I wonder how much it is. Was ist das für ein Auto? Bild? Mach mal hier Türen runter. Now this sah heftig is aus. Teamwork. Jetzt hier, Leute. Teamwork, ne? Einsamer Wolf kommt da nicht hoch. Teamwork, easy, Digga. This is one sassy husky. I can't believe he rolled his eyes. The owner told him it wasn't that dirty. Okay, das ist auch richtig wild. Also diese Hochdruckreiniger, ah Leute, die schmecken absolut. Ich habe selber einen zu Hause. Das ist sehr, sehr geil. Die größte Wasserrutsche in Nordamerika? Digga! Da will ich hin. His dog decided to join him for nap time, and this is the. Wenn man schläft, Digga, und dann kommt der Hund wieder, ne? Wenn man schläft und der Hund kommt. Ever. Bro, ich will pennen! Und der. Schon süß, schon süß. This natural water slide looks like so much fun. Where's the water coming from? Naturwasserrutsche. Auch geil. Finde ich auch cool, was die da gemacht haben. He has ehrlich. The strongest teeth. Digi, der hebt mit seinen Zähnen 50 Kilo? This has to be the scariest shark I have ever seen. Oh, noch ein Gruselhai. Irgendwie so ein ganz komisches Ding. Sieht aber nicht echt aus, finde ich. The gaming setup in his car is insane. I wanna okay. Play Fortnite on this. Der spielt hier dick FIFA in dem BMW oder was? Digga, was? Even with warum hat keiner von meinen Kollegen so ein Auto? Ich würde mich echt gerne abholen lassen. Und ein bisschen Playsy hinten zocken auch. Da kann er von mir aus auch bis nach München fahren. Voll geil. Yo, okay. Wie lange willst du leben? Ja, guck dir das an. On the beach and you will never guess what he caught. Großer weißer Hai? Digga, der hat mit einer Angel einen Hai an Land gezogen, krank. Can you spot it? Welches davon ist ein Kuchen? Let me know if you got it right. Zu wild. Would you go on this insane oh, was ist das denn? No way I'm doing this. Ganz ehrlich, sowas würde ich machen. Wenn man sich daran kleiben kann. Junge, das ist doch Wahnsinn. Wo ist das? Ey, so heftig, Mann. What kind of sand is this? How are they not was ist das für ein Sand? Surface? If you don't have an iron for your clothes, apparently a pot works too. Digi, der Typ bügelt gerade mit seinem Topf. Auch nicht schlecht. Der Snowboard Trail, Digga. Den will ich nämlich sehen. Oh, sieht heftig aus. Oben auch nochmal, oh, geiler Turn, oh, nice, ey. How is this even possible? Und was macht der? Springt der jetzt 6 Meter? Ah, den kenne ich, das ist so wild, guck das an. This professional paddleboarder took on this waterfall like it was nothing. Auf chillig, erstmal Wasserfall genommen, mit Surfbrett. Insanely high. They're nearly as tall as him. Oder wie hoch springt der bitte? This cleaner krass. Shocked them with his strength. Now, kurz, der Reinigungsmann, das auch so wild, dass so ein Ding da überhaupt hochkommt. Wer ist er? Wer ist er? Kurz auf chillig, Digga, mit dem entspannten Treckerreifen. Guck ihn dir an, Digga, wie. He saved so much time by doing this.
Oha, das ist richtig smart. He should have kept the ball and made them pull him up first. Es geht bei denen ab. Oh, die haben ihn fallen gelassen. Nicht cool. Es wird eklig, weiß jetzt schon. Hey, what's up, was guys? Was ist das denn? Digga, was ist das denn? Moments that will make your jaw drop. This spider is going. Oh nee, Mann, schon wieder. Mann, da passiert gleich was. To eat well tonight. Here we have the spider. Look at his web. I'm proud of you, my friend. So for that, I've got you a cricket. Let's see if you can eat it. Digga, hat einfach einen Käfer. What's going on? Und die Spinne snackt den Käfer easy weg. Ja, das ist das Gesetz der Natur, ne? Da sage ich nichts. Also Käfer habe ich kein Mitleid mit, bin ich ehrlich auch. Habe ich kein Mitleid mit Käfer. Was geht bei ihm ab? Sollte der nicht eigentlich rutschen? All these raccoons having a What do you think they're talking about? Was geht da ab? Wie süß ist das denn? Digga, wir machen da drin Session, Leute. Raccoon Session, Alter, geil. Oh. Nee. Ich denke mir manchmal so, ne? Wenn ich da reingehe in das Auto bei mir und das ist da wirklich passiert, ist da eine Spinne drin. Ich hab das so oft, wenn ich mein Auto. Oh! Wow! Doch, Digga! Muss nicht sein! Oh, Junge, Mann. Das war so eklig gerade, Digga. Scheiße. Leute, werdet ihr auch so erschrocken? Hashtag Spinne in die Kommentare, ne? Sag ehrlich, Mann, das war nicht cool. Was haben wir hier? Der macht die Scheibe kaputt, oder? Oh, ist ja richtig am Durchdrehen. He would be very good at Twister. Was geht denn bei dem Hund ab? Was geht denn bei dem... Ein Hund im Büro? I want to play this game so was bad, haben wir hier? I would easily be able to jump over the thing in the middle. Cooles Game, Alter, cooles Game. Digga, das Game sieht richtig wild aus, Leute. Krass. Digga, sehr, sehr wildes Game, ne? It's a game called Activate and you have to get to the next green square on your turn. Das gefällt mir gut. Ich finde, das kann man mal zocken. Das that was not oh mein the move Gott. There. Only in New York. Do sehr you schwer. See da this? Ist eine Ratte irgendwie unten. Guck mal. Richtig breiter Typ. Er kriegt direkt Angst. I think the rat touched him. This gives... Habt ihr gesehen, wie der Typ runtergefallen ist? Nein, guck dir den im Hintergrund an. Guck dir den im Hintergrund an. Guck. I think the rat touched him. This gives me chills. Okay. And he blend in so wow, well. Was ist das denn, Mann? Das ist ja der überriesige. Ong, ong. War das gerade eine MG? War das eine Maschinenpistole, Mann? Subscribe and click the bell for amazing luck for the next week. You can get this for free if you're willing to live in Florida. Der Hurricane Simulator, Leute. Da wird jetzt ein Hurricane simuliert drin. Oh, was passiert da drin, ne? Der Wind. Keep your eye on the ball and good luck. Okay, Augen auf den Ball. Er ist hier, auf der Seite. Let's go. Ich habe ihn verloren. Rechts. I blinked. What did you pick? Verdammt. Playing a game and there's a huge bug on the wall. Oh, Junge, da ist so ein fetter Käfer an der Wand. Wie kann man da in Ruhe zocken, ne? Das geht doch gar nicht. Bro, mach da ein Glas drauf jetzt. Boah, das ist nicht cool. Da hätte ich auch Angst. Oha! Leute, braucht jemand ein Trampolin? Is it considered stealing? Jo! Was geht hier denn ab? Krank! Kennt ihr das? Diese Tiere hier, das sind Bergziegen, glaube ich, ne? Die können so müsst ihr euch vorstellen, ist die Steigung und die können da einfach so drauf laufen. Digga, ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist richtig krass. Echte Bergziegen. Oha, jetzt seinen Kollegen da runtergeworfen. Die dreist auch einfach. Krass. So, cats know how to scroll now? Katze, bisschen auf Instagram chillen, wer kennt die nicht? Looks like he got the trick and we got the treat. Was geht hier ab?
Was macht er da rein? How to tell if your school erstmal dir durchs Maul geflogen, okay. Gym Class in 2022. We didn't have this. This doghouse is bigger than many apartments. Das ist ein Hundehaus! Ein Hundehaus, Leute! Ein Hundehaus! Das Ding! Das sieht ja krasser aus als meine Bude, Mann! Ein Hundehaus! Was? Bigger than many apartments. Da, man konnte es ganz kurz sehen. Digga! Leiter, Rutsche, alles. Der Hund hat ein besseres Leben als ich, Bruder. Bigger than many apartments. Good morning. How did you sleep? Are you treats? Yummy. Good morning. Are you treats? Krass! Guck dir das, also, Luxus-Life, ne? Hundemann. Not even excited. This person found some bugs known as water bugs. They are huge. Okay, das sind anscheinend irgendwie Wasserkäfer, ganz komische Riesenkäfer, Mann, ganz merkwürdig alles. I can't even watch. Ich weiß nicht, Mann. Sass. Da passiert doch wieder was. Okay, anscheinend nicht. He's such a nice person, but then... Er gibt einfach den Leuten Geld. Aber rastet im Monopoly richtig aus. I do this when man I'm kennt Monopoly. When you forget was haben wir hier? Hunting season it is. Junge, der Hund einfach den richtig dicken Fisch mitgebracht, ne? Geiler Aal. Oh, Alter, das he ist ein richtiger Oschi, Mann. Credit for that. Krass. And the deer just stands here unfazed. Was hat er da gemacht? Did he forget what side he's on? LOL, er hat ihn den Ball direkt zugepasst. Habt ihr das gesehen? Oh, ich wäre so sauer auf meinen Kollegen. Würde das machen. I would not want this job. Okay, was geht hier ab? Bruder, ich sag, wie es ist, ne? Es ist gefühlt die Wäsche von meiner Schwester. Meine Schwester, die hat locker 6-mal die Woche gewaschen, so um den Dreh. Digga, meine Schwester, so Wäschekorb ist voll, ich mach so auf. Direkt so. The way he just accepts it, I would not be letting that slide. Er klopft an die Tür. Sorry. I'm good. When you buy Alter, Mann, online, der Hund hat ihn ja richtig brutal gebombt. Than you expect. Was geht hier ab? Geiler Ball. Finde ich cool, Mann. Kann man als Hund auf jeden Fall Spaß mit haben. Ey, was ist das denn? Habt ihr es gesehen? Okay, das ist definitely cool. Das ist cool, Leute. Ball. Ey, wie nice. Das finde ich schon gut. Imagine you tell your family you're not allowed in Walmart and they ask why. Ich glaube, der Typ ist richtig sauer, Mann. I was gonna pick it up. I was gonna grab it. Er sagt raus, so raus, why keine Videos. Exactly is he doing this? Der hat einen schlechten says, Tag gehabt, Mann. Is still searching for the ball to this day. Oh, brutaler Play, brutaler Play. I thought this was fake. Then it moved. Was ist das? Ach nee. Digi, das ist, glaube ich, ein 100-Füßler, Mann. Oder so. Siehst du sowas in deiner Bude? Bro, ruf mich an. Aber, also ich kann dir da auch nicht helfen. Ich würde jemanden anrufen, der dir helfen kann. Moved. Digi, das ist echt sehr wild. Also das Viech. Oh, Junge, I'm not das waiting ist nicht 15 cool. Minutes for Walmart employees anymore. Ja. Wer kennt ihn nicht? These bears are just people wearing suits? Oh, guck dir mal die süßen Bären an. Der dreht sich da hinten so schön. Guck mal! Ey, das ist 100% süß. Das ist 100% süß. 100% süß. There's always that one that wants to be different. Was geht hier ab? Ist das ein Frosch, der rückwärts schwimmt? Der macht sich richtig entspannt ins Leben, Leute. This cat got a whiff of that diaper and nope. Oh, niedlich. Mit so einer kleinen Katze, wenn die da nichts macht, ist alles cool. Would you guys do this for $10,000? I wouldn't do it for anything. Bro, also no front, ne? Aber Digga, der ist doch lost in space. Ich sag, wie es ist. Digga, der ist doch lost in space, Freunde. Oder? Der hat sie doch nicht mal alle.
krass. Would you do this to cure your fear of spiders? Da kommen jetzt Spinnen rein. Die hier. Digi. Lass ihn machen. Spiders. Leute, entspannte Spinnen. I have to step up my ice game. Look at all these. Ich hab nicht ganz gecheckt, was da ging. I'm guessing those are raspberry ice cubes. Oh, yo, das ist auch nicht schlecht, was der da rausgehauen hat. Geil. And lemon sehr nice. Ice cubes. Lemon ice cubes einfach. Da sind Zitronen wait drin. Till the power goes out. Das ist eigentlich voll smart, da eine Zitrone reinzumachen oder Beeren. This will have me doing double takes with leaves. Digga, sind das Tiere? If you made it this far, you could be what's up guys, Trendspot here. These are moments you won't believe are real. Okay, Trendspot haut uns wieder um, ne? Bin immer gespannt, was jetzt so kommt. Oh, was ist das denn? Kakerlakenspray oder was? Bist du dumm? Boah, Junge, das Ding hat ja richtig überlebt. Sehr geiles Rendering, Leute. Das ist immer so ein klassischer Spot, ne, in seinen Videos. Boah, Digga, cool, Mann. So werden Legos gebaut. Was ist das? Bruder, das ist kein Dreck. Das sind alles Ameisen? Does she have a pet tiger? I'm jealous. Einfach ein Tiger. Ist das ein Haustier? Oder warum chillt er da so heftig? Oh Leute, guck mal da oben wieder, ne? Ich will ja, guck mal, ich will ja nichts sagen. Aber das wird doch nichts, wenn man da so hängt. Das wird doch nichts, wenn man da so hängt, ne? Da passiert gleich irgendwas Dummes wieder. Man hat's gesehen. Oh, Junge, so eine Lawine. Das ist die größte Lawine, die ich, glaube ich, je gesehen habe in dem Video. Alter! Das muss ein geiles Gefühl sein, wenn man so diesen Qualm davon abbekommt, ne? Crazy, Mann. Was ist das denn für ein Käfer? Digga, das Ding ist ja riesengroß. Mach die Tür bloß nie wieder auf. This stray kitty was so happy to see her. Look at how grateful he is for her kindness. Oh, Katzen, ne? Die haben so ein entspanntes Leben, Leute. Die können es sich richtig gut gehen lassen. Ich bin ehrlich. Any dog can be a lap dog if you let them. Was ist das denn für ein Riesenhund? Digga, der ist riesig, Leute. Are these cops trying to pull over this ostrich? I hope. Bro, was geht denn hier ab? Das sind Polizisten, die hier irgendwie... Was ist das denn? Was geht denn hier? Das ist einfach ein Storch? Digga, Polizisten, die einen Storch einfangen. Auch nicht schlecht. Die Polizisten haben gerade gesagt, very nice. Die gucken gerade zu, wie die deine Runde skaten, ne? Ja, finde ich schon cool. Subscribe and click the bell for amazing luck for the next week. After running around the house, this kitty is out of fuel. Ja, ist das ein Motor? War das gerade ein Motor, Leute? These groceries on his scooter. That looks heavy. Bro. Digga, der Typ hat Logistik Level 6. Bin ich ehrlich. Der hat Logistik Level 6 studiert. Wie kann man denn so geil seinen Einkauf verpacken? Absolut krass. Der fällt jetzt mit dem Roller los. Macht sie auf entspannt seinen Roller da fertig und Digga, ja, da gib ihn. Let's go. Was geht da oben? Oh, die pranken sich immer, ne? Das machen die öfter, die beiden. Is this how foxes act when they are upset? Sind das Füchse? Are so funny. Seit wann sind Füchse so süß? Oh, ich will jetzt einen Fuchs haben als Haustier. Wie cool ist das denn? He used a remote control car to buy stuff at his convenience store. I can't believe the employees followed his directions. Der einfach mit so einem ferngesteuerten Auto versucht er jetzt einzukaufen. Oh,
this kitty has his own. Haben die tatsächlich gemacht, ne? PJs. Krass. Warum muss man eine Katze in sowas reinpacken, Digga? Weiß ich ja nicht, ne? Her daughter pranked her with this costume and she was so confused. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah so aus, als wird die von einem Alien entführt. Digga, wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn, Digga? Guck unten, guck unten. Das ist geil. Okay, das feiere ich. Also, wenn du den Bär vor deiner Tür hast, ey, seh zu, dass du die Tür zukriegst. Mal, lass den doch nicht rein. Ja. Er macht selber zu. Don't tell my mom Ehrenmann. About this device. This is the best thing since sliced bread. Was geht hier ab? Wofür ist das? Wird er jetzt Brot geschnitten, Mann? Okay, das ist schon cool. Ist eine geile Erfindung, aber unnötig für mich. Fall asleep this quickly. Junge, das muss für Hunde doch locker richtig chillig sein, das Ding, ne? Weißt du, wie ich mein? Das, also das ist ja fast wie eine Hängematte für Hunde. Is this how Minecraft Creative Mode works? Das finde ich sehr geil. Ich bin mal gespannt, ob er hochkommt. Ja, einfach Jetpack, Leute. This is much faster than walking downstairs. Now I want to try this. Was macht er da? Warum macht man das? The catnip, and now she can't get him to let go. What would you do to make him stop? Was macht die Katze da? Die Katze will da unbedingt rein. Is this the total gut. Oh, was geht denn da ab? Hä? The beluga whale here loves his ice. In meinem Urlaub habe ich Delfine und Wale gesehen, Leute. Das ist wirklich crazy, wie die aussehen, ne? Hat er eigentlich Bock auf Eis? The guy here has a mini trash can and I can't believe the worker dumped it for him. This is so funny. Der Typ packt das jetzt in den Müllwagen da anscheinend rein, ne? Wir bin mal jetzt mal gespannt. Geil. What a helpful. Das finde ich in Ordnung. Katze gönnt was zu trinken? Yo! Die ist ja richtig trainiert schon. Exactly like a car locking. His teacher banned laptops, so he decided to bring in a typewriter. You need to see how they react. Da hat jemand, passt auf Leute, Laptops leise. Da hat jemand eine Schreibmaschine mitgenommen, Unterricht, Digga, und die ist richtig laut. Jetzt guckt er, wie der Lehrer reagiert. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hey, geil, Mann. Oh, was geht hier ab? Alter, ey. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber das Fell hier, das sieht so schön aus. Richtig krass. Ist das ein Jaguar? Ich glaube schon, ne? Der hat ein heftiges Fell. Majestätisch. You won't believe how he found a way to bring home his TV on a Er hat sich einen Fernseher gekauft. Und will das Ding mit einem Einrad nach Hause fahren, als ob der das jetzt macht. Someone needs to tell him this doesn't count krank. As a bear. Also der Typ, Digga, wild. Was geht bei der Katze ab? At first I thought she broke off the mirror, but turns out it was just ice. Einfach Eis runtergenommen, ne? Auch nicht schlecht. Crazy. Here's the car window experience minus the car. Hunde, wenn sie aus dem Auto gucken, Digga. Der Klassiker, Leute. This guy was hired as his new social media manager.
I'm really confused what he's doing. Der Typ ist Social Media Manager und man fragt sich, was der da macht. Jetzt werden wir aber gleich safe das Video sehen. Okay, wissen wir nicht. War wahrscheinlich doch nur Müll. Was geht hier? It's okay. There are enough Hawaiian rolls for everyone. Oh, Affen! Guck mal, Junge! In der Schule. In der Schule. Leute, folgende Situation. Ich war in der Schule, Digga. 8. Klasse, okay. Ich nehme Kaugummi mit. Gerade mal an der Tankstelle, Digga, auf dem Weg zur Schule, Tankstelle. Habe ich mir Kaugummi gekauft, ne? So eine Packung. Digga, und ich snack mir eins rein. Im Unterricht, so in der Pause, ne? Und dann alle so, ey! Ey, Danny hat ein Kaugummi dabei. Danny hat ein Kaugummi dabei. Und dann alle diesen, Digga. Komm, ey, ich will auch. Komm, gib mir. Und meine Kaugummis, Digga, danach. Genauso. 100%. Direkt. Wie die Geier. Wie die Geier. True Story. Ja. Ist die Katze eigentlich gerade Skateboard gefahren? Oha. Was macht er denn da? Her dog teaching her puppy to sit is my favorite thing ever. Das sind auch schon zwei süße Hunde, ne? Die Mama sagt, hey, setz dich mal hin und benehm dich. Ey, was? Also, okay, das finde ich heftig. Da merkt man schon manchmal, ne? Also Tiere können teilweise sehr weit denken. So, die will die ganze Zeit was zu essen haben, aber die müssen sitzen bleiben und chillen. Die werden ja gerade sozusagen dressiert wahrscheinlich. Und da sagt die Mama irgendwann so, ey, das bringt nichts. Hallo, setz dich mal hin. Hallo, setz dich hin jetzt. Hinsetzen. Und er sitzt. Krass. Wild. Tierkommunizierung, ne? Was geht bei den beiden Katzen ab? Did he spawn in Gotham City? It's Junge, was ist denn hier passiert? Es sieht irgendwie gut aus, aber es ist wahrscheinlich auch nicht gut ausgegangen. Irgendwo brennt es da, ne? Sah episch aus, sagen wir mal so. He's unbelievably happy just playing. Der Hund, bisschen dick, ne? Muss nicht sein, Leute. Also lasst euren Hund bitte niemals so fett werden. Das ist gar nicht gut. Aber mit dem Ballonspielen ist schon cool. Die versuchen, den kleinen Truck da aufzufüllen für den kleinen Racker, der da ist. Guck mal hier, der kleine Mann da vorne, ne? Der denkt sich so, ja, cool. Da wird jetzt Sand reingemacht. Das finde ich schon eine geile Aktion. Da merkt man manchmal so, dass einige Menschen ihren Job echt gerne machen. Yo, wo kommen denn die Pferde her? Alter. Digga, was geht denn da ab? Schimmelreiter jetzt oder was? The scenery here is unreal. I would pay to know where this is. Michael, danke für 1 Euro. Und wo zur Hölle ist das hier? Sieht heftig aus. This red panda is adorable. The line across his chest. Oh, guck dir mal das an. Was ist das denn? Ist das ein Panda? Das ist ein Panda, ne? Oh, sind die so süß. Verdammt nochmal. Could you do this? It's probably fun if you're not afraid of heights. Okay, also das könnte ich auf easy and safe machen. Digga, safe. Da wäre ich locker down für. Da sehe ich mich schon. I bet this will be the next Florida man story in the news. Digga! Typischer Florida-Move, Digga! Das gibt's auch nur in Amerika! Hallo? Was geht denn da ab? Die fahren da wieder Boot und dann die! Nee! Freedom! Freedom! Total dumm, Alter. Wow, das ist locker ein Render. Das sieht zu heftig aus. Das gibt's nicht in echt. Das ist doch locker ein Render. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das gibt's nicht in echt. Okay. Was? Der fährt jetzt nicht mit dem Hund zusammen, oder? LOL. Okay, das ist wild. Was geht hier ab? USB-Kabel? This is a crazy check ich nicht. Hack. Don't let the owner catch you because that might be against Eieiei, das gibt Ärger, Leute. Das gibt Ärger, ne? So kann man es natürlich auch machen mit einem harten Magneten. Kriminell. Oh, der größte Papierflieger der Welt, oder was? Digga, crazy. Guck mal, wie der hinterher rennt, ne? Den musst du erstmal auffangen. Und RIP. Junge, der kann locker gefährlich werden, wenn der auf dich kommt. Wer ist er denn?
Was ist das denn? This looks like the ideal biome for my Minecraft home. Coole Landschaft. Aber muss nicht sein. Das haben wir schon mal gesehen. Es hat jemand ein Fahrrad, also mit einem Reifen, also die Reifen sind quadratisch, Digga. Was ist das denn? Nasenbär, aber schwer. Hm, okay, danke für die Info. Free Money Glitch? Free Money Glitch, okay. The Bunny and Bird here are the best of friends. They are so cute. Oh, die Erdbeeren wachsen an den Sträuchern. Voll geil. Der Hase und der Vogel sind einfach beste Freunde, ne? This backpack is so cool. I need one. Junge, was ist? Digga, zieh dir mal den Rucksack rein. Das muss ich als Merch mal bringen, oder? Das mal so eine Merch-Idee, stimmt's? Yo! Ey, wenn du sauer wirst in der Schule, direkt. Sie kommen zu dir, sie sehen deinen Rucksack. Sie wollen dich stressen, sie wollen dich flexen. Sie kommen, wollen Stress machen. Sie sehen nur das Ding. Und du drehst dich in diesem Moment um und sie sehen noch diese roten Augen. Und sie wissen, direkt ist vorbei. Das wäre ein geiler Rucksack. Oha, in der Schule so eine kleine Katze mitzunehmen, ne? Das hat auch was. What is this pro skateboarder doing? Digga, was macht der denn da mit 12 Skateboards? Was macht der denn da mit 12 Skateboards? Oder 9? The cars passing by saw this burst pipe as an opportunity for a free car wash. Hat er sein Auto da gerade gewaschen oder hat er das nicht gesehen, dass da ein Hydrant kaputt ist? Also, was geht denn da, Mann? This völlig lost. So graceful about dodging the obstacles, but how about the pup? I can't believe the dog did. Die Katze kommt easy durch. Der Hund, der wird so alles umschmeißen, safe. Eine Sache hat er umgeworfen, das war's. Respekt. Ich liebe so eine Rutsche, ich will auch da rein, ich will sowas mal machen. Oh, Digga, voll geil. Oh, yeah, Mann. Ey, so eine Rutsche ist cool, aber war noch nicht doll genug, finde ich. Es geht noch besser. Ist das ein Taco für Katzen? Muss nicht sein, ne? Aber ist in Ordnung. Das gibt's nur in Amerika. Ein riesen Einkaufswagen. Stell dir vor, du fährst mit deinem Audi auf entspannt an der Straße und siehst einen fetten Einkaufswagen an dir vorbeiziehen. Bruder, was ist das denn? Aber wäre schon chillig, wenn deine Kollegen alle mit drin sind, Familie und so, ne? Wäre schon geil. Alle im Einkaufswagen, würde ich fühlen. Aber ist locker nicht erlaubt. This pup's smile as she overcomes the jump is everything. Yo, der Hund springt höher als Digga. Krass. I can't believe this waterslide has a loop. I would never go. Junge, die Rutsche. Geiler Loop, muss man sagen. Sehr geil. Die Rutsche würde ich auch mal gerne nehmen. Und es geht rein ins Becken. Sehr geil. Such a happy ferret. Oha. Wie der durchziehen ist. The depth of these glaciers is terrifying but beautiful. Oh, Tiefe und Ozean ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Weiß man nicht. The pup was considerate enough to not lay down on top of the laundry. Kurz mal die Wäsche runterschmeißen, der will sich's bequem machen, Digga, typisch Hunde. Were going to fall off, but everything went according to plan. Das war smart. Er kennt sein Auto, der Typ. Intense Game. Die Katze ist dran. Intense Game. Gewinnt die Katze? Weiß man nicht. Ey, wie cool ist das denn? So ein Hunderudel, die alle auf sich achten. Voll geil. Bis auf der, ne? Wer kennt ihn? Digga, dieser eine Typ, der ganz hinten, wenn man in so einer Gruppe geht, in der Schule oder, weißt du, und es gibt diesen einen Typen, der ganz hinten läuft. Und da fragt man sich, Digga, warte mal auf die anderen. Und er von ganz hinten, Digga. Ja, ja, klar, Mann, safe. Und du denkst dir so, was hat er es eilig, Digga? They accidentally taught their cat how to tell time. The food dispenser goes off at 12 each day. Okay, die Katze weiß anscheinend, wann es 12 Uhr wird, weil es dann Essen gibt. 12 Uhr, wo ist mein Essen? Die Katze weiß direkt Bescheid. Nom nom nom,
kriegt automatisch Essen oder was? Has to be the best job in the world. Pinguine. Also Pinguinpflegerin. Ich war auch, also wir haben uns auch Pinguine angeguckt letztens. Richtig viele, 200-300 Stück oder so. Das war echt mal wild, die zu sehen. Was ist das für ein Ort? Wo kommt der her? America! Bro, zu gut. Digga, wie viele Katzen sind das denn? Die eine Frau. Ich mag Katzen. Die eine. Katzen sind echt süß. Sie hat Katzenfotos auf Instagram. Digga, du kommst rein in die Butze. Du kommst da rein und siehst nur das hier. Und denkst dir nur so. Wie ganz nett hast du es hier. Schwierig. Wir sind durch mit dem Video, Leute. Also, Leute, erstmal ganz kurz. Wir sind auf dem Kanal Ramsey. Da war ich noch gar nicht drauf. Krieg erstmal ein Like. Ich weiß noch nicht, ob ich subscribe. Ich will erstmal gucken. Ich verspreche mir sehr viel davon. Leute, wer hasst Spinnen? Wer hasst Spinnen? Lasst ein Like da, wer Spinnen nicht mag. Na, wie viele sind es? Like, wer keine Spinnen mag. Wer ist er denn? Jo. Er hat einfach das Viech an seiner Nase genommen. Ja, krass. Heftig, Mann. This bug was seen in a hospital in Asia and is one of the biggest ever recorded. Bro, was ist das denn? Wer sagt, das ist fake? Wer sagt, das ist fake, Leute? Ich hasse alle aus der Simisi. Nice call, das stimmt. Was ist er denn? It's the Hunger Games out here. Okay, wir haben da einen toten, einen kleinen Fisch. Junge, Alter, die haben ja alle Hunger, die Fische da drin. Schafft das Glas, dieses Ding standzuhalten? Nö. Der war direkt weg. Bro, was ist das denn für ein Pferd? Stell dir vor, eines Nachts, du gehst an dein Fenster, er ist hier. Er. Look at the size of this spider crawling in this girl's room. Das Ding ist auf ihr Bett gegangen. Ekelhaft. Okay, Moment. Ich muss dazu was sagen. Selber schuld. Was geht hier? Sie, Digga. Alles komplett voll mit Wasser und sie nimmt trotzdem noch Bestellung auf. Ah, das Ding ist krass. Das Ding ist richtig krass. Ich sage euch, wie es ist. She's like, can I get the bill, please? Okay, die will gerade die Rechnung, aber was macht sie mit der Hand? Also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. War jetzt auch nicht lustig, fand ich. Oha, was ist das denn für eine Riesenmotte? Digga, was ist das denn für eine Riesenmotte gewesen? Jung! Okay, warte, hä? Hä? Die Schildkröte, Digga, zu wild. Okay, da gibt es jetzt erstmal noch einen Smash in den Basketballkorb. Bruder, das war ein krasser Move. Bin ehrlich. Ist das grünes Wasser? Ich dachte, wir sehen hier Spinnen. Abwarten, Frankie. Abwarten. Was geht bei dem ab? Er fliegt jetzt erstmal eine Runde. Oh ja, Mann. Das war bei dem richtig knapp. Das Video habe ich schon mal gesehen. Was geht bei ihr? Aha. Eating McDonald's while working out might be a new life. Wer geht zu McDonald's und fährt da auf dem Fahrrad, Mann? Hä? If there wasn't that wet floor sign, I would have never guessed. Also wäre da kein frisch gewischt Schild, Leute, hätte ich das nicht geahnt, dass da Wasser ist. He went back in time for this one. Das ist auf jeden Fall sehr straight. Der trifft das Ding, ne? Richtig crazy. Benutzt er da gerade eine Barbie zum Essen? Bruder, der große Bruder, ne? Er wieder der absolute Macher. Jeder hat ihn. Den kleinen Bruder, der der übelste Dulli ist. His fingers are stronger than my whole fist. Oha, was macht er mit seinen Fingern? Aha. He
Kurz Super Saiyajin gewonnen. Was macht er da? Der Bre hatte ein bisschen zu viel Pfand bei sich in der Wohnung, Leute. Zu viel getrunken, hat er sich kurz ein Kostüm gemacht. Das ist dieser eine Bruder, der ein Auto hat und Pfandflaschen. Oh, nee. Yeah. Bro. Oh, nee, Mann. Ich hasse diese Dinger, ey. Weg. Oha. Hier hinten ist der Ball, Leute. Hinten. Folgt dem Ball. Folgt dem Ball. Genau hingucken. Oh, Digga. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Das wird, glaube ich, immer schneller. Comment below which one you got. Rechts. Ganz rechts. Was? Ich wurde getrollt. Scam. Der macht Mickey Mouse Pancakes. Okay, das ist nicht schlecht. Bruder. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Diggi. Das ist ein Auto einfach. Der Bre chillt hier gerade ein bisschen auf dem Eis, ne? A two-in-one deal. A fan that creates holograms. Yo, kranker Ventilator. Boah. Ich weiß ja nicht, ne? Aber also seine Karre so zu schrotten, Leute, das ist nicht gut. What could he possibly be training for? Die, was trainiert er da? The Gwitty on the Green River. Ich verstehe nicht, was das für ein grünes Wasser da ist. Wie kommt das? Close, but why didn't she just walk over and get it? Guess the color, pink or Dumm. Green? Pink oder grün? Er grün. Exactly what happens when you offer gum in school. Wer kennt's? Kaugummis in der Schule, Leute. Kaugummis in der Schule, hat er gerade gesagt. Wenn man Kaugummis dabei hat. Ey, Bro, hast du Kaugummi? Und du weißt genau, okay, Mann. Ich gebe meinem Bro jetzt ein Kaugummi. Und dann alle, Digga. Alle. Was, Bruder, hast du Kaugummi? Ey, Bro. Und dann so. Und dann so. Und dann so, Digga. Alles weg. Der Klassiker. Oh, was ist das? Was ist das denn? Sehr geil. Es gibt Sachen, ey. So macht man Honig. Das finde ich auch immer sehr interessant. Das Pferd hat richtig Bock. Man kann sich natürlich auch so das Essen snacken. Das ist schon nicht verkehrt. Oh oh. Babys, Digga. Yo, you want a wing? Nah, I'm good. Oh, der Chicken Wing, Mann, lecker. Here comes the choo-choo-choo. So much for her pumpkin pie. Ich versteh's nicht. Was ist das denn? Little bro went dino mode. Der kleine Bruder ist im Dino-Modus. Der Typ, eiskalt. Das ist gemein. Das ist gemein, Leute. Das ist gemein. Nein, nein, nein. Er hat richtig Angst. The turtles reflexes truly. Weiß ich nicht. Hätte man mich jetzt nicht mitbekommen, aber ist okay. Was geht bei der Oha, Bro. Schildkröte hat ja richtig zugeschnappt. Das ist geil. The dog knows geil. To expect the electric shock. Elektrischer Schock. This cat is fighting for his life, trying to claw his way out of the shower.
Was ist denn mit der süßen Katze los? Ich glaube, der will nicht geduscht werden, Leute. Oha, mit einer Limousine, Alter. Was? Digga, wer macht sowas, Mann? Ich glaube, der also mit seiner Karre und so ist gerade schwierig. Was ist das? Er macht sowas. Okay, der Golfprofi. Das war clean, Leute. Das war clean. Oh, die Zipline ist locker krass. Wer würde sowas machen? Als in den Chat in so eine Zipline reingehen? Hey man, I'm not accusing you of anything, but did you eat my golf ball? This is teamwork at its finest, and I couldn't be more amazed. Der Bray hat auf jeden Fall Golf Caddy studiert. These cats are definitely the owner of this house. Wenn sie sagt, ich hab eine Katze, ich mag Katzen, und du gehst hin, du kommst da rein in die Bude, und es ist so. Ach, ja, ich hab ein paar mehr. Was, Bruder? This is how they figured out where the drain led to. My stomach dropped just watching this. Bro, just Digga, ein Bungee-Jump ist halt auch einfach gottlos. Das ist auch einfach gottlos. Oder auch nicht. Es ist gar kein Bungee-Jump. Krass, altered my brain chemistry. Total verrückt. Dad is just proud of his son's accuracy. Warum denn immer gegen die Kamera? Einfach Golflegende mit 4, jo. Brudi, was ist das für eine Riesenschlange? Was meint ihr, wie viel wiegt sowas? 300 Kilo locker. Safe, guck es an. Die isst Menschen easy auf. Easy, diese Schlange. Die wird Menschen easy essen. Okay, Digga, mach Trickshot. I would not want to be on this plane. Never tried this, but this guy has crazy balance skills. Was geht denn bei dem ab? Very normal, guys. This guy is living in the future. Now, what kind of phone is krasses this? Telefon, Leute. Krasses Telefon gewesen. Das muss man schon sagen. Wild. Mit Messern einfach. Hey, der würde dich so umlegen, wenn dich die Messer treffen. He's almost got it all off. He's just gotta keep going. Da ist irgendwas. Living in the future in 4023. Okay, doch nicht. Der lebt in 4023, warum? Ein perfekt gefaltetes Klopapier. Bro, heute erst wieder gehabt. Digga, wir brauchen uns da nicht drüber unterhalten. Wer struggelt auch immer so heftig? Beim Klopapier? Ich muss nur eins in Chat machen. Caring ist so. Okay, das Rindtier möchte erstmal ein bisschen Melone essen, so. Der hat ja richtig Hunger. Watch the whole family do this guy dirty. Bro! Er will kurz die Rechnung bezahlen, seine ganze Familie. No way this is possible. The bike must have insane traction. This doggy Oder ist er gerade mit dem Moped einen Berg hochgefahren? Und das mit den Hunden finde ich auch nicht schlecht, ne? Someone says you can only have one bite. Ja, eine Kollege. Ey, kann ich ein Stück? Oder willst du einen Löffel essen? Kann ich ein bisschen haben? Und er direkt so. Oh, direkt weg. Ganze Portion leer. Ich bin Typ Spezi, Digga. Absolut Katzenfan. Oha, das ist ein geiles Foto, ne? Das ist ein geiles Foto. That's one way to solve the problem of ice on your car windows.
Oh, der Trottel. Der hat da einfach Tee raufgemacht, ne? Oha, krankes UFO, Leute, yo. Oh, der Kleine. Er kriegt jetzt raus, dass seine Schwester ist. This went from dirty to clean so oh, sowas finde ich sehr geil. Wenn man das natürlich so easy clean bekommt. Oh, ich habe so einen Staubsauger zu Hause, Leute. Der ist so ähnlich, ne? Das ist sehr geil, Mann. Sir, you can't park here. Oder ich glaube, du bist ein bisschen zu weit mit dem Auto da, weißt du? You try to flag your waiter down for a refill. This is so relatable. Chiropractors be like... Chiropraktiker. She did not hold back. How did she do this on her first try? Der Chiropraktiker. Okay, was geht hier ab? Absoluter Skiläufer und über Wasser. Ja, das geht so easy. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ja, crazy, ey. In this slime bubble. Looks cute, but I'd get claustrophobic. He is really Digga, Schleimbubble gewesen. Yo, wer ist er denn? The wind was a paid actor. It's confirmed. Oder ich würde mich fühlen wie Avatar. The mermaids really der Windbändiger. Stell dir mal vor, du, also das finde ich schon eine coole Attraktion für Kids da gerade, ne? Packen die da gerade einen LKW in den Crusher rein? Tatsächlich. Junge, der nimmt das Ding ja mit wie sonst was. Trio is either playing a risky game or has just invented a new way to ski. Junge, fahren die so gerade Ski? Monkey wanted her whole outfit and went bananas. Der Affe will ihre Tasche klauen, ne? Oh Gott. Guess the color, orange or pink? Junge, geil, pink. Pinke Farbe, Leute. Ah, orange, pink. Let me know if you got it right in the comments below. Don't mess with this ocean or else... Oh, Junge, der Ozean, ne, ist so am Schallern. Was geht jetzt hier ab? Uff. Oha, kurz den Double Side Turn gemacht, nicht schlecht. Mit diesen Gläsern so eine Berge machen? Wer kennt ihn nicht, Leute? Wer kennt ihn nicht? Mein Frühstück. Auf chillig. Ey, Bro, heute kleine Portion. Danke. Vielen Dank. He called in the troops when he figured out what was inside the backpack. Digga, der Bree klaut einfach den ganzen Rucksack, Mann. Affen sind so schlau. How is this even possible inside of a mall? Das sieht... Guck mal, das Wasser oben. Richtig krass. Okay, das Don't sieht echt wild her, aus. She can draw it. Ja, das war ein Kreis. Ist das Video rückwärts oder ist er ein Ninja, ist die Frage. Leute, jetzt passiert was... Wild. Hätte ich nicht erwartet. Eine Rakete in einem gefrorenen Fluss. Ja, da bin ich mal gespannt. Dumm. Okay, da ist jetzt nicht so viel passiert. Oh, eine Riesenwelle! Okay, das hat mir gut gefallen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kanal. Den packe ich mir definitiv mal auf Halde. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe Garten of Banban Chapter 4 auf meinem Hauptkanal angekündigt bzw. schon rausgebracht. Checkt das gerne mal aus. Garten of Banban 4, Fanmade bei Denome, ist jetzt draußen und ich schwöre es euch, das Chapter wird euch umhauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. 2000 Likes und ich produziere jeden Tag ein neues Video. Ihr habt's in der Hand. Dickes Küsschen. Deno out.